Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zur Jellybean Challenge, wie angekündigt, mit meiner besseren Hälfte. Das ist meine Frau. Hallo. Sie ist noch nicht so begeistert. Überhaupt nicht. Aber du hast gesagt, du machst mit. Ja, und nur deswegen, weil ich es gesagt habe, mache ich es auch überhaupt. Ne? Zur Stimme kommt auch noch. Ich weiß. Das heißt aber, auf deinem Mist gewachsen. Ich will aber gar nicht dran denken. Noch nicht. Das ist auf deinem Mist gewachsen. Ich werde auch versuchen, jetzt im Video, also nicht, dass er denkt, meine Frau habe ich an den Rand gedrängt, dass die nicht rennen soll. Die möchte halt nicht so sehr zu sehen sein. Ich bin nicht schuld. So, und hier seid ihr ausgepackt. Und ich werde versuchen, dann hier irgendwo zwischen uns gleich denn die Bilder zu posten. Hier haben wir denn die Jellybeans und der Draht. So, mal die auspacken. Freust du dich schon? Schön bunt. Ja, freust du dich schon? Ich bin zwiegespalten. Also wir werden es auch so machen, dass wir, wenn wir was doppelt haben, das werden wir natürlich dann was nochmal drehen, weil wir wollen ja alle möglichen Sorten durchtesten. So, riech mal. Es riecht wie Katzenfutter. Oh, es riecht wie Katzenfutter. Oder wie Hundefutter. Ja, da ist die Braut, die Braut sind Hundefutter. Oh, alles zusammen irgendwie. Oh. Also, ich lese euch nochmal vor, was wir hier alles Schönes haben. Wir haben hier, wo haben wir denn das? Die gesprenkelt bunten. Das sind die, wa? Ja. Ja. Wir haben hier solche gesprenkelte bunte. Ich denke mal, das seht ihr nicht richtig. Das ist Tutti Frutti oder stinkende Socken. Stinky Socks. Warte mal, kann man das nicht irgendwie anders? Kann man das hier rausnehmen? Ja, nimm das mal raus, wenn du kannst. Hier steht es nämlich in Deutsch drauf. Also. So, habe ich extra Brille. Also ja, Tutti Frutti oder stinkende Socken. Dann haben wir noch grüne. Normale grüne. Die hier. Das ist jetzt Limette. Also Limone oder gemähtes Gras. Und dann haben wir noch grün mit Punkten irgendwie. Da musst du auch aufpassen, dass du das richtig denn nimmst, Hase. Weil hier haben wir noch dann so grün mit... Ist das nicht dieses gelbe Dings hier? Nee, gelb ist das. Gelb haben wir auch noch. Gelb. Also gelbe haben wir auch noch. Das ist... Ich kann es nicht sehen. Entweder faules Ei oder Butterpopcorn. So, lies mal die anderen bitte auch alle vor. Dann haben wir noch blaue. So, so eine blauen. Ja, das ist entweder Zahnpasta oder drei Beeren. Was auch immer das sein mag. Was sind denn die nächsten? Rote, wa? Mhm. Aber wir haben nur so gelbe mit roten Punkten. Ja, das sind die, glaube ich. Das sind die, glaube ich. Das sind die hier. Da muss man echt aufpassen bei denen, dann werden die fast gleich aussehen. Was ist das? Ganz toll. Entweder erbrochenes. Oh, lecker. So roch das übrigens auch vorhin, gerade eben. Oder Pfirsich. Das betet eklig. Pfirsich ist gut. Pfirsich ist und, das, und das braune, so. Ja, braune haben wir auch noch. Mm, die sind ganz lecker. Ja, entweder Hundefutter oder Schokoladenpudding. So, und... Die grünen mit den Sprenkeln haben wir hier. Ach ja, das sind die grünen mit den Sprenkeln. Was ist das, Hasi? Das ist entweder Nasenpopel. Ui. Oder saftige Birne. Und was haben wir noch? Weiße. Oh, wir haben hier noch weiße. Weiße sind ganz viele. Die gelbe sind auch hier mit bei. Guck mal hier. Müssen die so? Ja, das sind die Überraschungs-Jellybeans, weißt du? Ja, das sind die gelbe. Die nicht aufgeführt wurden. Ja, guck mal, das sind gelbe, so wie hier. Da? Das sind die. Ja, das ist Butterpopcorn. Mhm. Ey, da musst du so aufpassen. Und dann haben wir halt hier noch so eine weißen. Was ist das, Hasi? Babywindeln. Oder Kokosnuss. Also ich würde sagen, wir nehmen Ditte, weil da steht es in Deutsch drauf. Und dann nehmen wir Ditte noch. Da können wir dann nämlich besser auseinanderhalten, welche Jellybean welche ist. Ja. Möchtest du zuerst drehen oder ich? Dreh du mal. Aber kannst du es aus der Packung rausnehmen? Nee, Sascha hat gesagt, in der Packung macht sich das besser, wenn es... Ja, aber dann nicht, dass die hier durch die Gegend fliegen, oder? Guck mal da, wir haben jetzt Ditte. Also das ist mehr auf dem hier.
Oh, guck mal, das Orange mit den roten Punkten. Was ist Orange mit roten Punkten? Oh, Erbrochenes oder Pfirsich. Bitte schön, Hansi. Dankeschön. Und ich habe auch einen Eimer vorbereitet. Es sieht schon sehr appetitlich aus. Prost, Prost. Ne? Ich bin mir nicht sicher. Nee, auch nicht. Also es ist süß. Was soll das sein? Erbrochenes oder Pfirsich? Also Pfirsich schmeckt nicht. Boah. Es ist einfach nur süß. Ich hab Erbrochenes. Ja, wenn man länger drauf rumkaut, ne? Müssen wir das auch runterschlucken, oder? Ja. Hat eher wie so geschmeckt, wie Hundefutter riecht. Aber nicht nach Pfirsich und auch nicht nach Erbrochenes. Oh, die kannte aber ganz eklig. Ja? Ja. Wie schmeckt denn Erbrochenes? Das erinnert mich an meine Sturm- und Drangzeit, wenn du früh noch so den Arm gekotzt hast und wirst früh mit Kater wach und dann hast du so einen ekelhaften Geschmack in der Schnauze, so in etwa. Keine Ahnung. Boah! Ich halt fest, du drehst. Mm. Grün mit Punkten. Was ist das? Oh, weia. Grün mit Punkten? Mhm. Grün mit grünen Punkten. Ist nicht so aussagekräftig. Ein Grün mit grünen Punkten. Ach, hier. Hm? Die da. Warte. Nee, das ist nur grün. Das hier grün mit grünen Punkten einmal? Ja, genau. Und hier oben, was ist es? Ich kann nicht wissen, was das ist. Grün mit grünen Punkten ist ein Nasenpopel oder saftige Birne? Ja, grün mit, was ist das? Ihr seht also grüne Punkte. Prost, mein Schatz. Ich will nicht. Ich will schon. Das schmeckt. Muss sein. Kommen Sie schnell, haben wir hinter uns. Popel ist nicht so schlimm. Ja, braucht man, denke ich mal. Ah, Birne. Bist du bescheuert? Ich geb dir die ganze Zeit die Dinger aus und du kriegst die Jute oder was? Ich hab Birne. Und schmeckt auch nach Birne. Total lecker. Hell lecker. Ich weiß nicht, was ich genau habe. Ja, Birne schmeckt wirklich nach Birne. Na, die schmeckt ranzig und abgestanden. Popel oder was war? Ich weiß es nicht. Aber wie schmeckt Popel? Wie kann man das synthetisch herstellen? Ranzig und abgestanden. Oh, irgendwie, aber irgendwie hat es irgendwas von faule Socke oder so. Ja. Boah. Ich hatte Birne. Ah. Komm, Schluck runter. Weiter. So. Ich muss wieder. Weiter. Ich bin so gespannt. Rot, also blau. Blau. Ja, Zahnpasta oder drei Bären? So, jetzt nehme ich den ersten, den ich aus der Packung habe, und den zweiten kriegst du. So. Das kann man bestimmt erriechen. Nee. Zahnpasta. Riecht ja ohne Zahnpasta. Deins ist Zahnpasta. Es riecht nach Zahnpasta. Und deins? Nach gar nichts, nach süß. Zahnpasta. Du hast Zahnpasta? Ja. Aber es ist nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Ich habe auch Zahnpasta. Das schmeckt wie damals diese Kaugummis, die man sich aus dem Automaten ziehen konnte. Oh, oh. Kennst du das? Ja. Hm? Nee, mein schmeckt nach Zahnpasta, aber ekelhaft zu Zahnpasta. Hm. DDR-Zahnpasta. Ja, ja, so ein bisschen Metallgeschmack noch wieder. Ganz komisch, so ranzig, wie beim Arzt, das riecht so. Hm. Oh. Ich finde das nicht so schlimm. Ich mag Zahnpasta. Ich würde es jetzt nicht pur essen, aber... Ja, und was hast du gehabt? Du hast auch Zahnpasta gehabt? Ja, ich habe auch Zahnpasta, aber... Oh. Ich habe da jetzt nicht so den Ekel. Bah. Schmeckt voll ranzig, ey. Schwarz. Orange mit roten Punkten. Hatten wir die schon? Nee. Doch.
Das ist doch... Nee, das hatten, wir hatten das andere. Das, ja, da, das ist doch das beides das gleiche. Oder? Nee, eigentlich nicht. Sind, guck mal, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warte mal. 1, 2, 3, 8 4, Geschmacksrichtungen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir sind 10 drauf. Ja, es gibt zweimal die gleichen. Und das ist dieses Erbrochene oder Pfirsich. Achso, nee, ja, dann machen wir nochmal. So, hoppala. Jetzt bin ich, ne, schon wieder aufs Bunte gekommen. Nochmal, Erbrochenes. Ey, irgendwie hat das Erbrochene mich. So, jetzt grün. Wir hatten grün mit Dings. Bunten und grün. Grün ist es jetzt. Was ist es? Ohne Momento. Gemähtes Gras oder Limone? Das kannst du... Schön, hast du es erstmal in der Nase gehabt und gibst mir. Ja, ich liebe dich. Ja, toll. Stößchen. Ich hab das Gras. Echt jetzt? Mhm. Oder anders Limone oder was? Ja. Man schmeckt nicht mal die Limone. Ich hab das Gras, definitiv. Ich auch. Aber es ich. Schmeckt nicht so, wie frisch gemähtes Gras riecht. Also nach Limone schmeckt es nicht, was ich habe. Ne, dann hast du Gras. Für mich als wenn eine Visa-Blecke. Ja. Also nicht, oh, mit Gras Stein drin. Also nicht wie frische Mäht, eher wie Visa ablecken. Hm? Frische Mäht riecht leckerer. Oh, oh. So frisch ist das in der Packung auch nicht. Du bist dran. Achso, mit. Wir brauchen noch die Babywindel. Hat man schon. Ja. Ach, braun. 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 Hundefutter oder Schoko. Darf ich vielleicht dann das nächste Mal aussuchen? Ja, dann, nee, dann such du aus. Weil du jetzt die ganze Zeit. Nee, dann such du aus. Das ist deiner? Kann man niemand hinhalten. Stößchen. Sieht aus wie diese schokoüberzogenen Rosinen. Hm. Habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Oh, Schoko. Ich hab Schoko. Ich glaube, ich habe Hundefutter. Ich habe Hundefutter. Ja, man riecht es. Man riecht es aus dem Mund, ja. Beim Zerkauen. Oh. Oh. Also Schokopudding ist echt lecker. Dankeschön. Mm. Oh, ich habe Hundefutter. Krieg ich immer nur den Ekelhafte? Wieso? Du hattest bis jetzt immer Pfirsich gehabt. Nee. Ah nee, war das Erbrochenes? Ja. Okay. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Haben wir nicht jetzt alle durch langsam? Na, die Babywindel noch. Und Butterpopcorn. Butterpopcorn? Ja. Warte, nee, das ist... Das ist Erbrochenes. Ich sag jetzt, wir haben einfach Weiß. So. Ja, wir haben Weiß. So, ich geb dir. Einmal das. Das wurde gerade so toll funktioniert dann. Ich liebe dich. Prost. Prost. Mh, Kokos. Schmeckt gar nichts. Ich habe so viele schlechte Geschmäcker jetzt gehabt, dass mein Geschmackssinn komplett ausgeschaltet ist. Nein, ich habe keinen Kokos. Ich habe Kokos, glaube ich. Es ist eine Babywindel, aber... Eigentlich auch nicht, weil es schmeckt wie der Puder, den man Babys auf dem Po tut. Riecht nach Hundefutter immer noch. Mhm, toll. Ich hab Kokosnuss. Ja! Aber, ja, dann hab ich Babywindel, aber das ist nicht schlimm. Ne? Überhaupt nicht. Mhm. Schmeckt wie Babypuder riecht. Ja. Gar nicht schlimm. Dann haben wir nur noch diese hier. Ja. Faules Ei oder Butterpopcorn? Ich nehme meinen selber. Ja. Ich habe auch wirklich das Gleiche. Ja, ich sehe es. Prost. Prost. Oh. Aufessen. Aufessen. Oh, das ist ekelhaft. Oh. Ja. Oh, weia. Oh, ich habe auch faules Ei, glaube ich. Aber so schlimm finde ich faule Ecke. Oh doch, jetzt kommt's. Oh. Also Butterpopcorn esse ich nicht. Weg.
Also eklig ist es. Bei mir kam es erst zum Oh, jetzt kommt es bei mir. Schlupfen. Dann schön drauf rumkauen. Oh, das ist... Nein, oder? Ich häng grad fest. Ach so, ich dachte... Ich bin hart im Nehmen, ich bin noch geweichert. Haben wir jetzt alle durch? Nein, wir müssen noch die... Die hier. Die rosa, ne? Was sind bitte? Hat man die nicht schon? Na, rosa ist stinkende Socken oder Tutti Frutti. Na, dann hätten wir ja doch nochmal drehen können. Ich nehme mal die, die so auffällig ist hier mit dem roten fetten Streifen. Nee, das ist es nicht. Doch. Das ist das hier. Oder? Ist doch bunt. Ja? Ja, das sind die bunten. Okay. Rosa mit bunt. Rosa mit bunt. Was ist jetzt stinkende Socke, oder? Da stinkende Socken oder Tutti Frutti? Ich hoffe, ich habe Tutti Frutti. Nach dem vollen Ei kann ich Tutti Frutti gebrauchen. Tutti Frutti! Scheiße, ich schmeckt noch nicht. Bei meinem Glück, wenn du jetzt schon Tutti Frutti hast, habe ich es nicht. Ich komme nicht weiter zu machen. Da ist... Kau mal. Kau. Jetzt ist die Schale von außen erstmal weg. Jetzt kommt der... Dann kommt der glitschige, weiche Kern. Hm. Nee. Also Tutti Frutti hätte sie gleich geschmeckt. Das schmeckt nicht nach Tutti Frutti. Sondern? Muffig. Muffig. Nee, irgendwie nach Stoff irgendwie. Ja, Socken sind aus Stoff. Ja, aber nicht so schlimm, so jetzt so... Bäh. Erinnert mich, wo ich den einen Arm bei dir so an der Schulter liegen habe, wo ich dann den Pullover im Mund, dein T-Shirt im Mund hatte. Ach so Textil einfach nur. Textil. Ach. Also ich stehe jetzt nicht drauf, ihre Pullover, ihre T-Shirt zu essen oder so. Wir haben nur gekuschelt und dann bin ich eingeschlafen. Nee, so lange ist ja nicht. Nee. Also was machen wir jetzt? Ich hab extra mit 3 Nachfüllpacks hier noch. Und jetzt haben wir hier noch so viele über. Ja, dann machen wir noch eine Runde oder was? Echt jetzt? Ja, weiß ich nicht. Komm, wir machen noch eine Runde. Machen wir noch eine Runde. Wollen wir der Reihe nachgehen am besten? Oder jetzt gehen wir mal der Reihe nach. Ja? Hm? Nochmal Tutti Frutti. Oh. Oder stinkende Socken. Ja, wir fangen mit Tutti Frutti stinkende Socken an. Diesmal nehmen wir aber eben mit nicht so viel Rot. Ich glaube, daran kann man das nicht erkennen. Boah. Ich hab Tutti Frutti! Nicht Tutti Frutti! Ich hab Tutti Frutti! Tutti Frutti! Tutti Frutti! Und was sagst du? Wie Stoff? Also, ich finde, das schmeckt nicht nach Stoff. Nicht? Es schmeckt einfach nur süß. Süß hat meins nicht geschmeckt. Und nicht und auch gar nicht eklig. Also es ist halt kein bekannter Geschmack in dem Sinne. Aber süß war meiner nicht. Na, meiner süß. Haben die jetzt alle hier verschiedene Dinger? Also, was haben wir als nächstes? Grün. Warte mal. Nee. Leuchtengrün. Leuchtengrün, genau. Ja. Diese hier. Diese hier. Oder? Hm? Ist das? Ja, ja. Mhm. Sind die ohne Punkte. Gras oder Limone? Limone. Da hatten wir letztes Mal beide Gras. Ja, Limone schmeckst du sofort. Ich hab Limone. Oh, die schmeckst du wirklich geil raus. Gar nicht mal so ungewöhnlich. Die Geschmacksrichtung, die schmeckt man sofort. Bei dem anderen ist eher ungewohnt. Aber schmeckt gut. Schmeckt gut. Total lecker. Faule Eier oder Popcorn. Das sind die gelben mit den gelben Punkten. Die weiß-gelben mit den gelben Punkten. Die weißen mit den gelben Punkten. Hm? Euch wenigstens. Komm. Das ist so eklig. Komm. Nein. Doch. Warte mal, lass mich riechen. Oh, ich ahne Schlimmes. Ich ahne Böses. Faules Ei. Boah, ich hab auch schon wieder faules Ei. Oder? Schmeckt irgendwie ein Ohr.
Nee, jetzt kommt Butter irgendwie. Keine Ahnung, er ist ekelhaft jetzt. Oh weia. Hab ich doch gesagt, es ist grenzwertig. Boah, das ist widerlich. Hab ich doch gesagt, es ist grenzwertig. Aber ich habe Butterpopcorn, glaube ich. Schmeckt irgendwie. Aber ach, schmeckt. Meine Güte, oh nee. Aber es schmeckt ranzige Butter. Oh, gerade eben kam es mir noch ein bisschen hoch, muss ich sagen. Also das Butterpopcorn, die Butter schmeckt wie ranzige Butter. Und ich kriege meine Hose. Volles Ei. Frau, was zum Nachtrinken? Nein, ich will scheiße nicht. Aber wo ich eben faules Ei hatte, stell dich nicht so an, runter damit. Hm. Doch eklig, wa? Ja, ein bisschen. So, Zahnpasta. Oder drei Beeren. Die blaue jetzt? Ja. Ja. Hm? Das ist Zahnpasta? 1, 2, 3. Weil hier steht bei Toothpaste. Also. Oder Berry Blue. Okay. Ich warte mal kurz. Alles okay, mein Engelchen? Ja. Hilft ja alles nichts, nee. Ne? Hm. Ich habe auch schon wieder Zahnpasta. Wie schmeckt denn dann drei Beere? Wollen wir die blauen jetzt mal alle durchprobieren, bis wir drei Beere haben? Nein, weil bis dahin kann man noch 100.000 Zahnpastas kriegen. Oh, mhm. Oh, jetzt kommt der Zahnpasta. Oh. Ja. Oh, jetzt kommt... Doch eklig, oder? Zahnpasta finde ich nicht eklig. Oh, das ist so ein metallisch, so wie die alte Zahnpasta aus DDR-Zeiten. Finde ich lecker. Ein bisschen scharf, so ein bisschen... Abgestanden, ja. Ein bisschen, bäh. Da fand ich faules Ei gerade eben schlimmer. Das ist schlimmer, aber das ist auch ekelhaft. Oh, was haben wir als nächstes? Die Orange mit roten Punkten. Die hier. Ist es das? Erbrochenes oder Pfirsich? Hast du jetzt? Und du musst rote Punkte nur haben. Ja, hab ich. Gut. Er hat. Prost, mein Hase. Der Jelly Bean hat. Schmeckt noch nichts. Boah. Ah, ich hab Pfirsich! Ich hab Pfirsich! Pfirsich schmeckst du sofort raus. Ja, ist grenzwertig, wa? Ekelhaft. Hm? Ich hatte ich vorhin. Aber Pfirsich ist gut. Aber Pfirsich ist gut. Oh, oh, der, ey. Warten. Hab dich doch nicht so. Das ist echt ekelhaft. Das schmeckt nicht wie erbrochenes, sondern wie Mülltonne ausgeleckt. woher wisst du, wie eine ausgeleckte Mülltonne schmeckt? Wie alter, vergammelter Müll. Na, ich sag, riecht. So schmeckt das. Na, ich hab mich so gefühlt wie wo ich damals noch im Saufen war und weg war. Und dann hast du abends nochmal gekotzt, bist ins Bett gefallen, weil tot oder im Stehen eigentlich bin. Und früh mit Mundkuli. Du bist doch eine Frau, das ist aber dann. Nicht mitreden. Du bist doch eine Lady. So. Jetzt haben wir. Oh, Schatzi, die Frauen. Schokopudding oder Hundefutter. Ich krieg garantiert wieder Hundefutter, ey. Prost. Meine riecht schon scheiße. Ja, ich hab auch. Hunde voll lang. Oh, es schmeckt aber. Ach, ja, ich habe auch wieder ohne Futter. Schmeckt aber ein bisschen nussig. Ja. Wie Nuss? Aber eine Mandel. Erdnuss. Ich finde Mandel. Erdnuss? Wenn man ausschaltet, dass es Hundefutter sein soll, schmeckt es wie eine Nuss. Eine Mandel aber. Hm, gar nicht eklig. Ja, du hast Erdnuss gesagt. Ja, ich habe auch Erdnuss. Für mich schmeckt es nach Mandel mehr. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ja. So, jetzt sagen wir die Giftgrünen mit den giftgrünen Punkten. Nasenpopel oder... Da ist noch einer. Saftige Grüne. Nein, ich will selber aussuchen. Ich sag ja, da ist einer, da ist einer. Edelmühlemu? Ist auch mit grünen Punkten, ja. Keinen anderen.
Was ist das? Nasenpopel, oder? Birne. Birne. Hm. Oder? Das ist auch Birne. Ich hab Birne. Aber Birne schmeckt nicht so intensiv wie Pfirsich. Birne, ich finde, es schmeckt... Ich hatte Pfirsich, glaube ich, noch nicht. Doch, vorhin hattest du Pfirsich. Ah, kann ich immer auseinanderhalten. Hm. Also, was haben wir jetzt noch? Oh, Babywindeln oder... Kokos. Ich will nicht. Hm. Auf Ex. Aber dann reicht es auch für heute. Ey. Ja. Kokos. Hm? Ich glaube, ich habe auch Kokos. Aber ich habe wieder diesen Pudergeschmack im Mund. Dann habe ich wieder Babywindel. Aber ich hätte mir was ganz anderes drunter. Bei mir schmeckt es irgendwie kokosnussmäßig, aber irgendwie pudermäßig. Ein Puder. Irgendwie ganz komisch. Das ist eine Windel. Aber wie schmeckt dein Kokos? Nee, doch, das ist Kokosnuss. Irgendwie der Kokosnussanteil überwiegt, würde ich sagen. Aber Kokos schmeckt nicht so. Noch eine Runde? Nein. Nein, nicht. Hast du Angst, dass du wieder volles Ei kriegst? Ich möchte das nicht. Ja, das ist echt der schlimmste Geschmack, den man treffen kann. Also faules Ei ist am schlimmsten. Also Babywind hatten wir ja, das ist eher wie Puder. Mhm. Nasenpuppel ist unbesingen, bäh. Hatte ich nicht. Stinkende Socken, ja, wie alter Stoff irgendwie. Und am schlimmsten ist echt, am aller schlimmsten faules Ei. Ja, gefolgt von Erbrochenem. Ja, braun ist es auch gut, Ino. You know. Mhm. Was machen jetzt mit den Resthase? Komm, wir können noch 3-4 Runden machen. Nein, nicht jetzt. 1, 2, 3, 4. 4 Runden können wir noch. Ja, die halten sich doch noch bestimmt. Vielleicht ja, was, kommt ich noch eine Gelegenheit. Ich hab noch 3 Nachfüllpacks. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir laden mal Martin ein. Wir machen das mal mit Martin und Sarah. Jo. Zum Bleistift. Ich hoffe, ihr habt... Ach so, falsch recht. Falsch um. Ich hoffe, hat euch gefreut. Also so schlimm ist es jetzt ehrlich ja nicht. Bloß erbrochene und faules Ei ist wirklich sehr, sehr grenzwertig. Das ist richtig ekelhaft. Aber wir haben es jetzt durchgezogen. Und haben nicht gekotzt. Sascha, Bene. Ich weiß gar nicht, was bei euch los war. Richtig, Bene hat sich ja rausgeredet, das war, weil er vorher gesoffen hatte. Ach so. Ja, ja. Mhm. Ja. Wollen wir mal glauben. Würde ich sagen, wir sehen uns ja sowieso beim nächsten Video, aber meine Frau und mich zusammen, oder ihr meine Frau, seht ihr ja erst wieder bei der Streaming Challenge, die war nicht... Ja, du freust dich schon total. Mhm. Das ist auch dein Mist gewachsen. Ich weiß. Du hast gesagt, du machst das mit, ja. Wenn wir das Streaming machen. Ja. Ich habe meiner Mutter auch schon Bescheid gesagt, wir machen uns im Garten von meiner Mutter. Und ja, dann sehen wir uns. Also ihr, so in der Kombi sehen wir uns dann wieder zur Streaming Challenge nächsten Monat. Mich seht ihr bei den nächsten Videos. Ich sag erstmal Ahoi, sagt euer Odin. Schatzi, du auch mal Schüssel. Und tschüss.